Hallo. Hallo. Moin Leute, hier ist wieder New Generation Living. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr dabei seid und eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Dankbarkeit. Ich habe letztens ein bisschen recherchiert und durch Zufall was gefunden auf YouTube, auch von einer Bloggerin. Schönen Beitrag zum Thema Dankbarkeit und jetzt auch noch mehrere Sachen gelesen. Und einfach mal das gemacht sozusagen, und zwar im Prinzip eigentlich morgens, wenn du ein bisschen Zeit hast oder in der Bahn sitzt oder einfach in der Mittagspause, dir drei Dinge am besten aufschreibst, aber manchmal reicht es auch, sie sich gut zu überlegen, für die du gerade dankbar bist. Also nicht unbedingt allgemein, sondern einfach jetzt in dem Moment. Also mindestens drei, man kann auch mehr, 3 bis 10 vielleicht sogar. Und am besten, wenn du es aufschreibst, so formulieren, zum Beispiel: Ich bin dankbar über Punkt, 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 Komma, weil Punkt, Punkt, Punkt. Also mit einer Begründung dazu, das macht das Ganze noch effektiver. Ja, und ich habe gemerkt, dass man dadurch wirklich auf jeden Fall entspannter wird. So, ne? Und wir haben es so für uns in den Alltag so ein bisschen integriert. Also wir haben uns zum Beispiel abends nach dem Feierabend, nachdem wir Abendbrot gegessen haben, hingesetzt und haben uns zum Beispiel drei Dinge erzählt, für die wir an dem heutigen Tag dankbar sind. Keine Ahnung, das kann zum Beispiel ein gutes Buch gewesen sein, was man gelesen hat, oder ein tolles Lied gehört oder ein super Gespräch gehabt. Und gerade ist uns aufgefallen, dass wir das immer mehr auch in so ganz alltägliche Sachen integrieren, oder was heißt alltäglich, aber immer mehr so auch in normalen Situationen darauf kommen. Wir sind nämlich gerade im Wald spazieren, wie ihr vielleicht seht, und kamen gerade an einem wilden Himbeerstrauch vorbei mit ganz leckeren Himbeeren und haben jeweils eine gegessen und waren halt einfach dankbar dafür, dass wir eine Waldhimbeere kosten durften. Das stimmt, auf jeden Fall. Und noch darüber hinaus quasi, also nicht, dass man Dingen mehr Wertschätzung beimisst oder achtsamer ist im Umgang mit manchen Sachen. Total guter positiver Effekt ist, man ärgert sich gar nicht mehr so oft über irgendwelche Sachen. Also zum Beispiel bei mir ist so, ich fahre oft mit der S-Bahn und also eigentlich immer habe ich mich nur aufgeregt. S-Bahn stinkt und kommt nicht und dann ist Ersatzverkehr und die bauen wieder. Und was weiß ich, die Leute stinken, es ist voll, die Luft ist schlecht, bla bla. Und seit ich das mache, bin ich einfach dankbar, dass sie überhaupt kommt. Und das steht quasi im Vordergrund. Alles andere ist mir eigentlich egal. Also ich setze mich da rein. Ich bin froh, dass die Bahn kommt, dass sie fährt und dass ich mit der Bahn zur Arbeit komme. Und es steht einfach im Vordergrund, ne? Und Genau. allein diesen Effekt, es lohnt sich total. Man ist echt, Gelassener. ja, Ich finde, man wird irgendwie gechillter. gelassener. So, genau. Man schaltet irgendwie einen Gang zurück und sieht erstmal, wie viele Dinge es gibt, die wir einfach so an Annehmlichkeiten täglich haben und die wir aber als selbstverständlich gar nicht mehr wahrnehmen. Einfach gar nicht mehr bewerten, weil sie einfach selbstverständlich sind. Und wenn man sich mal wieder zurück erinnert, dass das nicht selbstverständlich ist, wird man dankbar und deshalb auch ruhiger. Also es ist irgendwie so ein Automatismus, irgendwie gelassener zu werden dadurch. Probiert es einfach mal aus. Wenn ihr Lust habt, erzählt uns mal, wie ihr das macht oder ob ihr das schon lange macht. Es gibt auch Dankbarkeitstagebücher oder ihr könnt ja in allen möglichen Formen das festhalten. Wie gesagt, wir machen das manchmal nur mündlich, manchmal einfach auch nur im Kopf. Es macht total Spaß. Es bereichert den Alltag und probiert es einfach mal aus und erzählt uns davon. Genau. Ich bin gerade zum Beispiel auch dankbar, dass wir diese Kamera haben und unser Video aufnehmen können. Genau, mitten in der freien Natur, Das total sind geil. Sachen, über die man vielleicht vorher gar nicht dran gedacht hat, weil die so normal sind, aber es sind nicht, nichts ist normal, nichts ist einfach so da, weil es da ist. Es hat alles irgendwie. Also es ist auf jeden Fall verdient, wertgeschätzt zu werden. Genau. In diesem Sinne, Tschüss! macht es gut, bis zum nächsten Mal.